yo, Leute, was geht ab? Da ist er endlich. Nein, das war natürlich nur ein kleines Späßchen im neuen Jahr. Herzlich willkommen hier bei Skydancer auf meinem Kanal. Ich wünsche euch erst einmal ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid gut reingerutscht ins 2021er Jahr. Und heute habe ich was Schönes für euch, und zwar den Pyro Union Schallerzeuger in P1. Viele werden ihn wahrscheinlich schon zur Schallerzeugung getestet haben in 2020. Da ist er ja rausgekommen, ist auch das Produktionsjahr für Toni von Pyro Union, von keiner geringeren Firma als Pyro Luce. Und das ist Chiarappa Fireworks aus Italy. Ja, eine richtig gute, schöne Geschichte über diesen Schallerzeuger. Ja, im Original heißt er ja von Chiarappa. Mini Thunder ist ganz in Blau gehalten. Toni hat ihn hier ganz in Schwarz halten lassen. Finde ich auch ganz gut. Natürlich mit allen wichtigen Informationen, die wir für den Schallerzeuger so brauchen. Die Gebrauchsanleitung, die Sicherheitsinformationen, Schalldruckpegel, Sicherheitsabstände und natürlich auch der Verwendungszweck, der ganz klar auf dem Böller aufgedrückt ist, auf dem Schallerzeuger. Entschuldigung. Nicht zur Verwendung für Unterhaltungszwecke erlaubt. Der Schallerzeuger ist nur für die spezielle Verwendung in der Landwirtschaft, im Gartenbau, bei der Jagd und bei der Nachstellung von Schlachten, Paintball und zu traditionellen Zwecken erlaubt. Ja, dieses Wort traditionelle Zwecke heiligt wahrscheinlich die Mittel. Ja, 17,2 Gramm. Jetzt werden einige sagen, hä, warum 17,2 Gramm? Na, selbstverständlich hat der Böller nur 1 Gramm NEM Blitz am Ende. Aber 16,2 Gramm gehen drauf für diesen Schwarzpulver-Vorbrenner. Fast schon Fontänen-Vulkan-ähnlichen Vorbrenner, der richtig gut gelungen ist. Finde ich also richtig klasse. Und dann kommt halt dieser satte 1 Gramm Blitzknall. Ja, vorgestellt habe ich ihn ja schon mal unter der Labelung Sonic Thunder. Importiert von Gecko Fireworks für den österreichischen Markt. Ja, null Unterschied. Selbstverständlich hier kann man aber lesen, NEM nur 1 Gramm. So wäre es natürlich nicht ganz richtig. Aber dieser Böller oder der Schallerzeuger hat ja auch keine Lagergruppenzuordnung, sondern war nur fürs EU-Ausland oder sprich für den österreichischen Markt importiert. Ja, Vorteil, Nachteil, der Sonic Thunder war in Österreich um einiges teurer wie der Pyro Union Schallerzeuger. Das muss man Pyro Union lassen, das hat wirklich gut funktioniert. Und ja, viele Grüße und Respekt für diesen Schallerzeuger. Als kleine Gegenüberstellung habe ich mir gedacht, nehmen wir mal den Lupo P1 von Scudo Fausto mit auch 1 Gramm NEM. Ja, ob das wohl stimmt, ich finde das Ding ganz schön brachial, und es gibt dazu auch eine ganz kleine Geschichte. Es sollte wohl mal eine deutsche Firma auf die Idee gekommen sein, ja, ihn auch zuzulassen. Das heißt also, sprich auch P1-Zulassung, BAM-ID, Lagergruppenzuordnung und so weiter. Transport- und Lagergruppenzuordnung sind hier übrigens 1.4G. Und der Lupo P1 ist daran wohl gescheitert, weil ich, ja, aus welchen Gründen auch immer, es sollte jetzt ja eigentlich kein Problem sein, wenn Scudo Fausto da mal ein bisschen weniger reinmacht und sich tatsächlich an diese 1 Gramm NEM-Angabe halten sollte. Auch der hat einen Vorbrenner, und der ist wahrscheinlich, ja, dann auch nicht mit inklusive. Aber wie gesagt, wir hören uns das Ganze jetzt mal an, und ich wünsche euch viel Spaß beim Pyro Union Schallerzeuger aus der Produktion 2020. So, kommen wir zum Test der Pyro Union Schallerzeuger. Wir beginnen natürlich mit dem Schallerzeuger von Pyro Union. Man achte auf den Schwarzpulver-Vorbrenner, 16,2 Gramm. Ja, für 1 Gramm NEM richtig satter und ordentlicher Knall. Jetzt folgt der Sonic Thunder für den österreichischen Markt. Identisches Modell. Oh, Freunde, surprise, surprise. Der Sonic Thunder für den österreichischen Markt definitiv stärker. Was ist da los? Das vergleichen wir gleich nochmal. So, wir machen das jetzt nochmal, den Sonic Thunder gegen den Pyro Union Schallerzeuger locker aus der Hand geworfen. Wir fangen an mit dem Sonic Thunder. Los geht's. Schallerzeuger P1 hinterher. Thank you.
Also, die waren gleich, da war jetzt kein Unterschied. Da muss der erste wohl ein Montagsmodell gewesen sein. Kein Unterschied. Jetzt hauen wir mal den Lupo als Vergleich raus. Das war nicht der Lupo, das war ein Knallfrosch von Funke. Aber auch schön. So, jetzt kommt der Lupo, kann er mithalten mit den Schallerzeugern? Eieiei, schwere Kiste, das wiederholen wir gleich nochmal. Der Lupo, verdammt stark. So, nochmal den Pyro-Union-Schallerzeuger gegen den Lupo. Das wird ein hartes Rennen. Boah, wahnsinnig stark. Lupo P1 hinterher. Ja, gleiche Entfernung, super. Ja, Freunde, der Lupo P1 deutlich stärker. Gleich noch ein. Schallerzeuger Pyro-Union. Und einen letzten Lupo, damit wir Gewissheit haben. Selbe Entfernung, super. Ja, und somit steht es nach ein paar Böllern auch fest oder nach ein paar Schallerzeugern. Den lauteren Schall erzeugt der Lupo P1. Stay tuned! Ja, und natürlich ging es bei diesem Test in erster Linie um den P1 Schallerzeuger von Pyro Union. Aber ihr wisst genau, ich mag diese Gegenüberstellungen und Vergleiche, damit man überhaupt hört, wo befinden wir uns denn so ungefähr mit dem Knall. Und da muss man ganz klar sagen, der Pyro Union Schallerzeuger war angenehmer, weil viel, viel dumpfere Zerlegung, bassiger, und der Lupo war einfach spitzer, aber lauter. Was beim BKS ja auch völlig normal ist, deswegen bin ich immer von diesen dumpfen BKS-Böllern begeistert. Ja, er war vergleichbar oder ist ähnlich dem JGWB-Donnerschlag und das finde ich richtig spitze. Von daher bekommt er von mir natürlich eine ganz klare Kaufempfehlung.